Heute früh war der Verteidigungsausschuss zugange. Ein Vorwurf gegen die Verteidigungsministerin liegt im Raum, und zwar Annegret Kramp-Karrenbauer. Da sehen Sie hinter mir. Sie hat angeblich muss man ja sagen, ihrem amerikanischen US-Amtskollegen, dem Verteidigungsminister, gesagt, naja, wir kaufen F-18 Kampfjets in den USA von Boeing. Das wäre nicht rechtens, und sie hätte damit das Parlament übergangen, wenn es so ist. Das war also heute Thema im Ausschuss. Und nach dem Ausschuss stand Annegret Kramp-Karrenbauer den Medien Rede und Antwort. Sie alle wissen, dass über die Tatsache, dass die Tornado-Flotte außer Dienst gestellt werden muss, spätestens im Jahr 2030, weil sie dann nicht mehr wirtschaftlich und auch nicht mehr sicher zu betreiben ist, darüber schon seit einer ganz geraumen Zeit in der Regierung, aber auch im Parlament gesprochen wird. Das, was ich heute im Ausschuss dargestellt habe, worüber ich gestern auch die Obleute informiert habe, ist keine Auswahlentscheidung, die schon getroffen ist, ist keine Entscheidung, die im Übrigen auch das Parlament, die im Übrigen das Ministerium nicht treffen kann, sondern nur das Parlament, sondern ist ein Vorschlag, den das Fachressort, das Verteidigungsministerium macht, damit wir die nächsten Schritte zur Beschaffung auch gehen können. Eine Beschaffung, die in den einzelnen Bestandteilen vor allen Dingen in der nächsten Legislaturperiode dann möglicherweise in Form der konkreten Entscheidungen, in Form der konkreten Haushaltsvorlagen auch dann dem Parlament vorliegt. Es geht darum, bei der Ersetzung der Tornado-Flotte, dass wir in Zukunft die Luftwaffe der Bundeswehr so ausstatten, dass alle Fähigkeiten, die der Tornado bietet, die Fähigkeit zum Luftkampf, zur Aufklärung, zum elektronischen Kampf, aber auch die Fähigkeit zur nuklearen Teilhabe in Zukunft abgebildet werden können, dass wir dabei insbesondere das, was wir in der NATO zugesagt haben, an Fähigkeiten ohne Unterbrechung ab 2030 auch mit neuem Fluggerät zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass wir industriepolitisch die Fähigkeiten in Deutschland, in Europa auch weiter erhalten. Deswegen auch eine ganz wichtige Frage, was bedeutet das insbesondere für den Eurofighter? Und wir brauchen eine Lösung, die sicherstellt, dass das große europäische Flugsystem der Zukunft, nämlich FCAS, das wir zurzeit gerade mit Frankreich und jetzt auch mit Spanien zusammen entwickeln, dass dieses System für die Zeit nach 2014 nicht gefährdet wird. Das sind die drei grundlegenden Entscheidungen. Auf dieser Grundlage, nach vielen, vielen Gesprächen, auch innerhalb der Bundesregierung, hat das Ministerium einen fachlichen Vorschlag gemacht, den ich heute dem Ausschuss dargelegt habe. Dieser Vorschlag, der eine Mischung vorsieht aus dem Eurofighter Tranche 4, einer Staffel Eurofighter Tranche 5, insbesondere mit Elementen zum elektronischen Kampf, aber eben auch mit einem Anteil, einem geringen Anteil von F-18-Maschinen, sowohl für die nukleare Teilhabe als auch für den elektronischen Kampf, ist ein Paket, ist ein Kompromiss, der diese drei Punkte, die ich eben genannt habe, bruchfreies zur Verfügung stellen von Fähigkeiten in der NATO, Erhalt von industriepolitischen Fähigkeiten in Deutschland und in Europa und auch eine Brücke zu sein in die letztendlich zielführende und Zukunftstechnologie von FCAS, der diese drei Ziele in einer guten Art und Weise auch abbildet. Deswegen kann ich diesen Vorschlag auch wirklich voller Überzeugung vorlegen. Das, worum es jetzt geht, ist, dass wir entsprechende Gespräche aufnehmen mit allen Partnern, sowohl mit Airbus, was Eurofighter anbelangt, aber auch mit der amerikanischen Seite, damit wir in diesen Gesprächen Dokumente, Verhandlungen so weiter vorantreiben, dass dann in der nächsten Legislaturperiode 2022/23 überhaupt eine Entscheidung möglich ist. Wir haben heute über viele technische Details auch im Ausschuss gefragt, auch beraten. Ein Schwerpunkt der Nachfragen war die Frage, warum die Entscheidung für F-18 fällt und nicht die F-35. Ich will dazu nur sagen, dass dies eine Debatte ist, die auch innerhalb der Regierung
schon vor vielen Monaten geführt worden ist und unter Abwägung von vielen Punkten schon im Beginn des Jahres 2019 entschieden worden ist, dass man sich auf die Frage Eurofighter und F-18 konzentriert. Das ist die Grundlage, auf der ich das Verfahren übernommen habe, auf der ich es weitergetrieben habe. Jetzt liegt es in der Ressortverantwortung, Schritte so einzuleiten, dass das Parlament zeitgerecht vor 25 die Entscheidungen so treffen kann, dass unser gemeinsames Ziel, das wir alle miteinander haben, dass wir die Tornado-Flotte spätestens 2030 außer Dienst stellen können und durch moderneres Fluggerät ersetzen können, auch wirklich umzusetzen ist. Vielen Dank. Also so ein bisschen ist hier die Frage, die Antwort umgangen. Mal sehen, was die andere Seite sagt. Nochmal für den Hinterkopf. Es geht also um dieses Flugzeug hier hinter mir, den Nachfolger. Das ist hier der Tornado. Der wird schrittweise außer Kraft gesetzt werden in den nächsten Jahren. Und zum Kauf stehen an die Eurofighter, die kommen aus Europa. Und die F-18 Kampfjets, die kommen aus den USA. Mal sehen, was die Mitglieder des Ausschusses zu sagen haben. Das, was Frau Kramp-Karrenbauer vorstellt, ist völlig losgelöst dessen, was die SPD will, sei es die Art der Flugzeuge, sei es die Frage der nuklearen Teilhabe. Das heißt, die Ministerin fliegt mit ihrem Ministerium los und die Sozialdemokratie fliegt hinterher oder fliegt gar nicht. Das ist deswegen tragisch, weil wir in der Tat in den nächsten Jahren die Nachfolge des Tornados geregelt haben müssen. Der Tornado ist ein Fluggerät, was spätestens 2025 in dieser Form aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen nicht mehr genutzt werden kann. Spätestens 2030 muss es einen weiteren Eurofighter geben, beziehungsweise ein als Überbrückung amerikanisches Flugzeug. Dieses muss auf den Weg gegeben werden. Und es ist tragisch, dass das Parlament sich damit laut Ministerin frühestens im Jahr 2022/23 beschäftigen kann. Diese Flugzeuge stehen nicht in einem Regal, die packt man auch nicht in ein Einkaufskörbchen und nimmt mal mit, was man braucht. Es bedarf einer Vorlaufzeit. Das bedeutet, dass Gefahr in Verzug ist. Es geht hier um die Sicherheit der Bundesrepublik, die Sicherheit Europas und letztlich die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten. Und es ist beschämend, dass die Koalition bis heute es nicht auf die Kette bekommen hat, mit einer Sprache zu sprechen. Es ist ganz offensichtlich so, dass Ursula von der Leyen Annegret Kramp-Karrenbauer da quasi eine Entscheidung hingelegt hat, die jetzt hier quasi ruckzuck von Annegret Kramp-Karrenbauer durchgeführt werden sollte. Und sie hat offensichtlich ihren Koalitionspartner nicht informiert. Wir haben gerade eben die Situation im Verteidigungsausschuss gehabt, dass alle Oppositionsfraktionen und die SPD sehr kritische Fragen quasi an Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt haben. Es sind eine ganze Reihe von Fragen nicht geklärt. Zum Beispiel die Frage, die explizit auch von unserer Seite aus nochmal gestellt wurde. Es heißt, die nukleare Teilhabe wäre nur durch das Modell F-18 zu sichern. Gleichzeitig ist in der Unterrichtung für die Obleute, die Sie ja alle kennen, die Formulierung drin, das sei eine Brückenlösung. Eine Brückenlösung wohin eigentlich? Heißt es dann, dass das Future Combat Air System zum Beispiel auch für Nuklearwaffen zertifiziert werden soll? Oder heißt es, dass der Eurofighter doch für Nuklearwaffen zertifiziert werden soll? Das sind Fragen, die konnte die Ministerin und der entsprechende Staatssekretär Zimmer nicht beantworten. Wir als Linke sagen, es ist jetzt Zeit, genau diese nukleare Teilhabe endlich aufzugeben. Das ist die Chance bei diesem Wechsel der Waffensysteme. Und genau diese Chance sollte die Koalition jetzt ergreifen. Genau das passiert im Moment nicht durch das Dahingewurschtel, wie es AKK vorgelegt hat. Und die SPD eiert und bezieht nicht klar Position und sagt, im Grunde genommen sei die zentrale Entscheidung erst in der nächsten quasi Legislaturperiode. Wir haben entsprechendes Warmlaufen der Grünen gerade eben schon erlebt im Verteidigungsausschuss, dass die gesagt haben, es wäre so, dass sie auf jeden Fall da quasi mitreden wollen. Ich kann nur klar sagen, jetzt die Chance nutzen, die nukleare Teilhabe zu beenden.
Und das Modell, was jetzt vorgelegt wurde, ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Versorgen sowohl von Airbus als auch von Boeing, weil nämlich die Gesamtzahl noch auch kein Mensch erklären konnte. Und wir haben konkret gefragt, wie viel, was denn die finanzielle Dimension dieses gesamten Projektes ist. Dazu gab es keine Informationen. Ich glaube, das ist das, was die Öffentlichkeit besonders interessieren sollte, insbesondere jetzt in Corona-Zeiten. Was soll eigentlich quasi die gesamte Tornado-Nachfolge kosten? Wir haben keine Informationen bekommen. Die AfD-Fraktion hat heute mit Interesse die Ausführungen der Verteidigungsministerin verfolgt. Frau Kramp-Karrenbauer geht ein sehr großes Risiko ein mit ihrer Absicht, den amerikanischen Kampfjet F-18 und hier 45 Stück kaufen zu wollen. Auf unsere Frage, ob denn auch untersucht worden sei, dass die nukleare Teilhabe auch mit anderen Waffensystemen, mit anderen Alternativen erfüllt werden könne, ist heute überhaupt nicht eingegangen worden. Genauso wie auch die Problematik, die mit diesem Kauf vorhanden ist und beinhaltet ist, was die elektronische Kampfführung anbetrifft, dass es hier der Lizenzhalter allein die US-Administration ist, dass darüber auch verhandelt werden müsste, um überhaupt an diese oder in diese Lizenzen hereinzukommen. Also sehr, sehr viele Fragen, die es noch zu beantworten gilt mit diesem Milliardenauftrag, den die Ministerin beabsichtigt zu vergeben. Sie geht ein sehr, sehr großes Risiko ein. Dankeschön. Wir haben heute von der Verteidigungsministerin das zum Thema Tornado-Nachfolge erfahren, was eigentlich schon seit Wochen hier über die Flure gewabert ist. Die Entscheidung, die Frau Kramp-Karrenbauer getroffen hat, das ist so eine typische Entscheidung, wo man es am Ende allen recht machen will. Der NATO mit der nuklearen Teilhabe, den Franzosen mit einem europäischen Kampfflugzeug, der CSU mit einer Arbeitsplatzsicherung für Airbus in Bayern. Aber was jetzt heute hier auf dem Papier liegt, das ist eigentlich das Papier gar nicht wert. Das ist ein typischer Kompromiss, der niemand am Ende des Tages gerecht wird. Und ich kann für uns Grüne nur erklären, es wird dann natürlich an Frau Kramp-Karrenbauer liegen, wenn sie die Entscheidung erst 2022 ins Parlament kriegt, sich selbst hier eine Mehrheit dafür suchen zu müssen. Mit meiner Fraktion wird eine nukleare Teilhabe nicht zu machen sein. Dieser Kompromiss wird mit uns Grünen nicht zu machen sein. Und deswegen glaube ich, dass die heutige Entscheidung zur Tornado-Nachfolge eigentlich eine hypothetische Entscheidung ist, aber so nicht Realität werden wird. Wir haben das im Ausschuss intensiv diskutiert. Für die SPD bleiben doch einige erhebliche Fragen offen. Klar ist, das Modell beruht auf der Konstruktion, dass man sagt, ein Großteil der Aufgaben des Tornado kann in Zukunft vom Eurofighter übernommen werden. Andere Aufgaben, insbesondere die elektronische Kampfführung und die nukleare Teilhabe, müssten abgedeckt werden durch ein amerikanisches Flugzeug F-18 Super Hornet. Da stellt sich für uns natürlich die Frage, grundsätzlich erkennen wir, dass ein europäisches Flugzeug rausgeht, der Tornado, ersetzt wird durch ein nicht-europäisches Flugzeug. Wäre es nicht günstiger insgesamt und industriepolitisch auf jeden Fall sinnvoller, den kompletten Ersatz durch ein europäisches Flugzeug zu erreichen, in diesem Falle den Eurofighter? Dazu haben wir keine vernünftigen Entscheidungsgrundlagen, um das bewerten zu können. Wenn wir aber zu dem Ergebnis kommen, dass das nicht möglich sein sollte, warum entscheidet man sich dann nicht für das modernste Flugzeug auf dem Markt, wäre in diesem Fall die F-35, sondern für lediglich das zweitmodernste Flugzeug, das auf jeden Fall nicht mehr die gleiche Art von Zukunftsperspektive hat. Auch da müssen wir noch weiter diskutieren. Hier wird argumentiert, dass eine Anschaffung von F-35 der gemeinsamen Entwicklung eines neuen Kampfflugzeugs in der Zukunft mit Frankreich im Wege stehen könnte. Hier schließen sich wiederum Folgefragen an. Wenn das richtig wäre, sollte dann in Zukunft die nukleare Teilhabe beispielsweise durch dieses gemeinsame Flugzeug mit Frankreich abgesichert werden, wenn man heute
sich nicht in der Lage sieht, die gleiche Leistung durch den Eurofighter zu erbringen. Also es sind eine ganze Reihe von offenen Fragen, die die SPD-Fraktion im Moment, auf die die SPD-Fraktion im Moment keine ausreichenden, tragfähigen Antworten sieht. Und insofern bleibt es offen, wie sich dieses konkrete Vorhaben weiterentwickelt. Heute haben wir einen ersten Einstieg bekommen, den wir zur Kenntnis nehmen, den wir kritisch würdigen können, wo wir aber noch nicht sagen können, dass uns das in allen Punkten überzeugt. Die Bundesverteidigungsministerin hat heute sehr überzeugend deutlich gemacht, dass wir keine Corona-Pause machen dürfen, sondern dass wir auch strategische Entscheidungen weiter treffen müssen. Sie hat deutlich gemacht, dass die nukleare Teilhabe, solange es eine nukleare Gefahr gibt, existenziell ist, auch für die Sicherheit unseres Landes und für die NATO. Und deswegen war es gut, dass sie den Tornado ins Auge gefasst hat. Das Luftfahrtsystem Tornado ist in die Jahre gekommen und es gilt, eine Ablösung zu finden. Diese Ablösung muss frühzeitig vorbereitet werden. Sie hat eine Richtungsentscheidung getroffen, eine fachlich basierte Entscheidung, nämlich, dass das System F-18 die Tornado-Luftfahrzeuge ablösen wird. Gleichzeitig aber auch deutlich gemacht, dass wir in die Modernisierung der Eurofighter-Flotte investieren werden. Das Ziel bleibt, dass wir deutsch-französisch eine europäische Lösung anbieten wollen innerhalb der NATO. Und wir begrüßen sehr deutlich, dass die Ministerin dies auch mit unseren Partnern auf europäischer und auf NATO-Ebene abgesprochen hat, um hier eine gemeinsame Ziellinie auch festzulegen.